Und der nächste Gewinner ist Moment, da muss ich einen Block drunter wegbauen, damit ich an den komme. Naja. Dann müssen wir die Schafe so töten und das Fleisch roh essen. Dann gibt es rohes Hammelfleisch. Hier haben wir nur Rosenbüsche. Gott, ja auch viel gebracht. Also eigentlich nichts. Aber so ein bisschen überleben sollte man ja hier wohl noch können, trotzdem. Oh, guck mal, wir haben hier Hühner. Ich hätte zwar auch warten können, bis die Eier legen, tun, oh, Pferde. Ja, Pferde, toll. Pferde. Wow, hier sind Pferde. Ist denn hier los? Ich glaube, hier ist irgendwas im Weltengenerator kaputt. Das Gras fliegt. Das lassen wir so. Wenn das Gras meint, fliegen zu müssen, dann lassen wir es so. Na, erstmal noch rohes Hühnchen. Ja, genau. Und kriegen den Hungereffekt. Kann ich auch gleich noch das verrottete Fleisch hinterher essen. Jetzt hätte ich den Milcheimer noch gebraucht. Weil Milch neutralisiert die Effekte. Ja, wir lernen immer mehr dazu hier in Minecraft. Und Pferde kann man übrigens auch töten. Die droppen dann auch Leder. Ab und zu mal. Pferdefleisch aber nicht. Das wurde aus dem Spiel entfernt. Wäre ja auch zu einfach. Man hätte ja auch Lasagne draus bauen können. Craften. Oh, Wölfe. Ich hab nicht mal Knochen bei. Ich weiß, was wir Knochen haben. Ich weiß nur nicht, wie viel. Ein, zwei, ganz wenig eigentlich. Hätte eh nichts gebracht. Ich weiß, dass Wölfe immer so 1000 Knochen brauchen, bis sie endlich mal gescheit. Gott. Gescheit. Auf uns hören. So, jetzt haben wir's. Geht's hier nach Hause. Wo kann ich den Kompass bei? Könnt ihr so einen Wolf mal schlagen? Dann bin ich ganz schnell tot. Weil wecken kann ich hier nicht mehr. Regenerieren.
Das heißt, einmal irgendwo tief reingefallen, in irgendein tiefes Loch, dann bin ich ganz schnell tot. Oder einmal kurz einen Creeper um die Ecke. Also das passiert mir ja sonst eigentlich immer so in der ersten Nacht. Und dann bin ich tot. Muss mir natürlich jetzt beeilen, irgendwie nach Hause zu kommen, weil wenn ich nicht rechtzeitig zu Hause ankomme und der Hunger runtergeht, deshalb mache ich noch ein paar Hühner platt, dann war's das. Dann bin ich verhungert. Dann war es das auch mit dem Livestream heute. Und morgen gibt es dann auch kein Minecraft. Werd dann zwar trotzdem bei dem 6-Stunden-Stream in der Mitte so einen kurzen Break machen, das ist klar, aber dann werde ich wahrscheinlich irgendwas anderes zocken. Also wahrscheinlich Hearthstone, die ganze Zeit. Mit einem kurzen Break in der Mitte. Ach, guck mal. Die, die übrigens auf Kürbisse getippt haben, haben jetzt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Der Preis ist eine Brist. Wenn du Pech hast, bekommst du gleich Konkurrenz von Gumpario beim Osu-Spielen. Was? Nein. Spielt Gumpario gerade Osu oder wie? Dieses Spiel, wo man im richtigen Rhythmus, er hat's gleich vor. Ich gehe erstmal mein Bett auspacken und mich hier gemütlich aufs Ohr legen, bevor ich noch sterbe. Erstmal von seinem Chat alles übersetzen lassen. Kompass? Da lang. Ich glaube, hier ist viel Eisen in der Nähe. Da schlägt der Kompass schon mal wild um sich. Tut er eigentlich irgendwie ja nicht, wenn. Oh, wenn da Eisen ist. Sollte aufpassen. Aber Osu ist doch gar kein Nintendo-Spielchen. Wieso spielt er das? Hätte die Schafe töten sollen, glaube ich. Wäre besser gewesen. Vielleicht überlegt er sich es auch noch anders. Vielleicht spielt er gar nicht Osu, sondern Manuel Neuer. So. Der war irgendwie ein bisschen schlecht. Der war gar nicht richtig überlegt. Ich habe einfach irgendwas angefangen zu sagen und da ist es doch dahin gekommen, wo es hingekommen ist. Oh Mann. Minecraft leben. Nein. Da braucht er erst die IP vom
Minecraft Leben Server und jetzt muss ich kurz mal hier das Fleisch essen. Oder doch lieber Hearthstone. Ich glaube, das ist für ihn ein bisschen zu viel. Weil da muss man doch ein bisschen mehr nachdenken. Wobei Hearthstone jetzt im Gegensatz zu anderen Spielen wirklich noch einfach ist. Also es gibt wirklich schwierigere Card Games, die doch komplexer sind als Hearthstone. Also Yu-Gi-Oh! Ist zum Beispiel schon komplexer. Oder Magic the Gathering. Irgendwer ist doch gerade gekommen. Irgendwas ist doch gerade dazugekommen. Ja, vielleicht war es auch wieder bloß der Redi-Bot. Ich weiß es immer nicht so ganz. Der verschwindet ja gerne mal. So. Kürbisse haben wir gefunden. Ich denke immer noch, dass der Eingang hier irgendwo an der Seite ist, aber ist der jetzt hier vorne? So. Bum, bum, bum. Bum 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 bum. So. So. Und der Gewinner ist dieser Block. Nein. 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 Ist auch Glas. Ich erfische nur Glas. Komm, wir nehmen diesen Block. So. Und der nächste Gewinner ist Moment, da muss ich einen Block drunter wegbauen, damit ich an den komme. So. Oh, ist der Block natürlich da drinne. So. Okay. Schon fast das Gefühl, das reicht erstmal. Wir lassen es. Die Ranken zwar noch weiter runter wachsen, aber ich glaube, mehr Flecken wollte ich ja auch nicht reinbauen. Oh, sieht gut aus. Vielleicht hier noch so irgendwo ein. Dann passt's. Ich weiß, ich hätte schon längst den Zaubertisch bauen können, aber ich warte ab, bis die Reihe hier fertig ist, also da überall Zuckerrohr ist und dann das hochwächst. Da bin ich dann doch ein bisschen geizig gerade. Der sich ein bisschen viel Zuckerrohr erstmal anpflanzen will. Deshalb renne ich einfach mal in eine andere Richtung, vielleicht finde ich da noch welches. Tür richtig zugemacht? Manchmal bleibt ja eine Tür offen. Ist zu, okay. Jetzt haben wir ja Fleisch wieder.
Lauf doch mal richtig vorwärts hier. So manchmal das Gefühl, zweimal wie geht nicht. Ich weiß, man kann auch irgendwie hier auf irgendeine andere Taste, Steuerung oder so. War das Steuerung? Ich glaube, das war Steuerung. Das Umstellen, dass man dann rennt. Noch irgendwie, aber. Also wenn man es, glaube ich, irgendwie gedrückt hält oder. Ich habe keine Ahnung. Projekt Rauch und fleischfrei. Ja, Fleisch muss man hier denn doch ein bisschen essen. Das geht leider nicht anders. Bloß so ohne Fleisch ist auch irgendwie. Bäh. Hallo, oh Gott, Delete Move BG. What? Ich glaube, das habe ich total falsch ausgesprochen. Das Problem ist, wenn man irgendwie so einen Namen sieht, man weiß nicht, wo ist da, wenn alles klein geschrieben ist, wo muss man da trennen? Ne? Also, wo ist da ein Wort, eine Silbe zu Ende, wo beginnt die nächste? Und bei solchen Denial D Move BG Geschichte kann ich denn da nicht richtig entziffern. Tschüss! Ich glaube, ich habe dich falsch ausgesprochen, deshalb ist es gegangen. Ja, kann ich nichts dran ändern. Ich habe dich ja nicht gemobbt, ich habe ja nur gesagt, dass es schwierig ist. Bestimmt wieder falsch aufgeko angekommen. Tja. Pech. Kann ich auch nichts dran ändern. Ich kenne dich nicht. Mir ist es egal. So. Ich hoffe mal, der kommt nicht nochmal und followt mich, da müsste ich den Namen nochmal aussprechen. Das ist auch schlecht. Warum verliert man eigentlich so viel an Essen? Schlimm. So. Mit O, jetzt geht's einmal pennen. Aufgestanden. Übrigens ist es egal, ob wir jetzt hier den Spawn-Point immer wieder verlieren und neu setzen und. Weil, wenn man das Bett abbaut, ist der ja wieder an dem normalen Spawn-Point. Ist in der Hinsicht egal, weil, wenn ich tot bin, bin ich tot. Dann kommt nur sowas wie. Jo, du bist tot, möchtest du die Welt löschen? Was? Nein, da gibt's nicht mal, möchtest du die Welt löschen, sondern da wird einfach die Welt gelöscht. Ganz brutal. Was haben wir hier? Eine Fledermaus. Fledermäuse sind übrigens die unnützlichsten Tiere in Minecraft, weil die erstens nichts droppen, nicht mal Erfahrungspopel und und einfach nur rumfliegen. Die fliegen einfach nur rum und machen irgendwelche nervigen Geräusche. Mehr machen die ja nicht. Kohle. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Könnten wir ja mal wieder weg mitnehmen.
um zum Beispiel unser Raumschiff zu befüllen und auf einen anderen Planeten zu fliegen, wenn wir in einem anderen Spiel wären. Da wir aber hier Minecraft spielen, können wir hier nicht von dem Planeten runter. So. Dachte, wenn ich hier so ein bisschen rum. Nee, also ich so viel Kohle. Da ist Kohle, da ist Kohle. Hinten ist nochmal Kohle. Lass ich jetzt hängen. Da ist auch nochmal Kohle. Da ganz hinten ist auch nochmal Kohle. Und hier ist nochmal Kohle. Ja, das ist ein bisschen viel. Das lasse ich denn einfach mal unkommentiert. Das war eine Blume. Unkommentiert. Hängen. In der Wand. Im Fels. Überall. Lauter Hasen. Die sind mit dem Update ein bisschen zu häufig reingekommen hier. Ich meine, die spawnen ja auch nur so wie Tiere hier ganz normal. Aber irgendwie ganz schön. Also sind ja Tiere. Wir haben ja nun jetzt hier nicht eine andere Spawn-Geschichte wie zum Beispiel ein Schwein. Ja, also eigentlich ist ein Kaninchen ein Schwein sozusagen. Was? Ja, Schweine mögen Möhrchen und Kaninchen. Hab die noch nie gezüchtet. Ich weiß gar nicht, kann man die mit. Bestimmt kann man die mit Möhren züchten. Muss irgendwie ja gehen. Ich glaube, das werden wir irgendwann auch noch ausprobieren. Wenn wir mal Möhrchen haben. Haben wir aber nicht. Deshalb können wir es nicht ausprobieren. Ja. So. Noch ein Kaninchen. Boah. Ob es waren Babykaninchen, die droppen ja nichts, aber trotzdem. Also Babytiere sind trotzdem nützlich, weil die werden ja dann mal groß. Das ist der Unterschied zwischen Fledermäusen und. Ich finde ja noch ein Dorf hier, und Babytieren. Fledermäuse sind immer unnütz. Babytiere werden ja wenigstens noch mal groß. Was? Gumbario singt bei. Er spielt bei Osu Ponyzwig und. Singt mit. Ja. Ich glaube nicht, dass man das denn singen nennen kann. Man kann es vielleicht so ein bisschen versuchen, irgendwas zu machen. Nennen, aber nicht. Guck mal, jetzt Zuckerrohr. Wow. Aber noch mehr. Jetzt schneller zu Hause. Aber singen, naja. Muss mir das nicht anhören. Ich kann mir das denken, dass sich das toll anhört. So.
Aber gut, dass zum Beispiel Michi immer so spät streamt. Oder wenn denn so früh, dass wahrscheinlich Gumbario von der Schule eh noch Hausaufgaben macht. Dass er nicht mehr von Gumbario genervt wird. Vielleicht macht Gumbario auch am Wochenende nochmal einen 10-Stunden-Stream. Bei den letzten musste er ja wegen technischen Problemen seine Mutter abbrechen. Vorzeitig. Ich renne ja auch nur so quer durch die Landschaft gerade. Und ich denke auch, was macht der hier? Der läuft nur durch die Landschaft. Ja, ich guck noch mal, ob wir ein bisschen Zuckerrohr finden. Zum Beispiel, oder? Na okay, das sind hier Schwarzeichen, glaube ich, müssten es sein. Das ist hier kein Dschungel, aber die sind immer so dicht. Kann hier immer so oben lang laufen. Das ist. Oh, guck mal, Pilze. Pilze ist auch gut. Pilze ist auch gut. Ich glaube, wir nehmen noch Pilze mit hier. Vor allem rote haben wir noch gar nicht. Also jetzt schon, aber hatten wir vorher nicht. So. Jetzt haben wir ganz schnell 12 Pilze eingesammelt. Rot.